Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Parsing TV. Mein Name ist Josef Veit und ich habe hier einen netten Gast heute, den alle Parsinger inzwischen gut kennen, der Jens Krumpholz. Jens, ich habe was gehört, das heißt der Aufgeschobene. Eine Aktion, die was mit dem Marienplatz zu tun hat. Genau. Erklär doch einmal, was ist das, wo kommt das her? Also mit Marienplatz hat es so weit zu tun, dass ich sie am Marienplatz natürlich sozusagen starte. Ja. Es ist jetzt keine neue Idee, die weltweit eigentlich schon existiert unter dem Namen Suspended Coffee. Also im Englischen also schon ein bezahlter oder ein aufgeschobener Kaffee. Aber ursprünglich tatsächlich kommt diese Idee aus dem Kaffeeland Nepal. Weiß man ja, dass also dort sehr viel mit Kaffee gearbeitet und hantiert wird. Und wenn die ältere Generation ja, sich in den Kaffee nicht leisten kann im Kaffee, ist der schon bezahlt von dem Gast, der vorher ja, zwei Kaffee gekauft hat, aber nur einen trinkt und den anderen aufschieben lässt oder anschreiben lässt, für eben dann einen Rentner oder Rentnerin. Ja, und das will ich hier in Parsing statuieren am Platz, am Marienplatz, mit dem Kaffeenehner. Die Zielgruppe, die man da treffen will, sind also ältere Mitbürger aus Parsing, aus dem Münchner Westen. Genau. Wir haben ja praktisch zwei Seiten. Das eine sind die Geber, die den Kaffee doppelt oder auch gern dreifach und fünffach zahlen. Genau. Es entsteht somit ein Guthaben gewissermaßen Exakt. Für die, die dann den Kaffee kriegen sollen. Mhm. Die erfahren das durch eine Beschriftung, hoffentlich durch Mundpropaganda. Das wird am meisten sein. Wie trifft man denn da, die das wirklich verdient haben? Ja. Das soll ja die treffen, die sich tatsächlich mal nicht leisten können, einen guten Kaffee zu trinken, aber gerne einen Trinker dann. Also jetzt bin ich ja froh, dass Parsing ja auch ein bisschen ländliches, ländlich gelegene Area ist. Und ich weiß, dass die Damen und die Herrschaften hier gerne erzählen, was los ist. Ja. Ich denke, das wird sich schneller rumsprochen. Man fragt ja früher wie ein Lauffeuerlein. Und die vom Kaffee Nehner, ja, die Besitzer, ganz zünftige Leute, die vor 3-4 Monaten das Geschäft aufgemacht haben, die wissen schon damit umzugehen, weil die Dame, das aus Kroatien, sie kommen ursprünglich aus Kroatien, die das machen, die wissen sowas ähnlich, gibt es zum Beispiel mit Semmeln ja, oder mit einer Brotzeit, gibt es tatsächlich in Kroatien schon. Ja. Das hat ihm erklärt und sie wüssten es dann schon zu handeln und habe auch ein kleines Regelbüchlein, das ist jetzt nicht viel für den kleinen Flyer sein. Und draußen steht aber dran, heute aufgeschobene und dann wird mit der Kreide im Strichel einfach draufgeschrieben, wie viel Aufgeschobene gibt es heute. Ja, das können 5, können 10, können 15 sein, wir hoffen, es sind relativ viele. Ja. Und dann gehen die Leute rein und sagen, Mensch, haben sie einen Aufgeschobene da. Ja, das ist im Normalfall, also jetzt ein Kaffee to go. Das heißt, ich gehe da rein, ich sage, ich könnte bitte einen Aufgeschobenen haben, dann kriege ich den im Becher und gehe heim. Und trinkt den. Oder trinkt den. Das ist natürlich auch unmünzbar, weil jetzt kommt ja langsam die Winterzeit. Wir haben uns überlegt, na mein Gott, wenn einer keinen Kaffee trinkt oder hat vielleicht gerade ein bisschen mit dem Herzerl, dann kriegt er natürlich für das Gleiche auch einen aufgeschobenen Tee. Feine Sache. Mhm. Wer beteiligt sich noch außer dem Nenas Kaffee? Also ich bin jetzt im Gespräch mit Max Winter, der die Sache auch absolut als positiv aufgegriffen hat. Das war eine klasse Geschichte, dass man das jetzt auch in München endlich hat. Es gibt so definitiv auch unter Suspended Coffee in ganz München eben diese weltweite Aktion noch nicht. Ja, da sind wir jetzt Vorreiter, wenn wir so mal in Bayern. Und der Max Winter vom Konfetti hinter mir im Bild wird dieses mitmachen, solange die Lokation noch am Platz ist. Und die Marianne Rüde von der Augustinerstube hat sich auch schon bereit erklärt. Die Aktion wurde ins Leben gerufen vom Jens Krumpholz, was ich fantastisch finde, weil wir in einer Zeit leben mit recht vielen sozialen Ungerechtigkeiten. Und da hat der Jens die Idee gehabt, zumindest bei den Menschen, die jetzt sozial vielleicht etwas schwächer gestellt sind, auch mal einen Kaffee zu spendieren und damit auch einen Aufenthalt in einem Café oder in einem Restaurant oder Bar möglich zu machen. Bei uns wird es folgendermaßen ablaufen. Wir publizieren das, wir machen da Werbung, dass also die Leute zu uns kommen, unsere Gäste, die ein bisschen besser gestellt sind, wenn sie zum Beispiel einen Kaffee kaufen, einen zweiten Kaffee dazu kaufen, dann wird eben ein zweiter Bon erstellt, wenn der Gast zwei Kaffees bestellt. Der zweite Bon wird nicht verbraucht, sondern der kommt an ein Steckbrett und dann können wir, wenn also ein Gast reinkommt, der die Aktion kennt und sagt, ich möchte gerne heute einen aufgeschobenen trinken, dann wird der Bon verwendet und mit diesem Bon wird dann an der Kaffeemaschine der Kaffee gemacht. Bekannt machen können wir die Sache natürlich in erster Linie durch die Medien, durch die Zeitungen, insbesondere natürlich auch durch Parsing TV, vielen Dank, Joe, dass du da bist, durch Facebook
Und dann natürlich werden wir auch im Pasing das Sozialamt mit ins Boot nehmen und den Leuten erklären, dass wir dort einen Flyer auslegen dürfen und dass die Sozialamt-Mitarbeiter auch die Menschen ansprechen, dass es hier in Pasing einige Cafés gibt und Restaurantbetriebe gibt, die eben einfach auch etwas Gutes dazu beitragen wollen, dass wir zumindest Menschen, die sich das vielleicht sonst nicht leisten können, einen Gasthaus oder Restaurant oder Kaffeehausaufenthalt gönnen können. Drücken die berühmte Taste Kaffee. Wir bereiten einen schönen Kaffee zu, den wir dann dem Gast servieren können. Und wir hoffen damit, also viel Freude zu schenken, was ja auch eines meiner Mottos ist in einem meiner Bücher. Freude trainieren, Lust verleben, gesund erfolgreich sein, ein bisschen was von seinem Wohlstand abgeben an Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens sind. Und schon können wir einen schönen aufgeschobenen servieren und den Menschen eine Freude bereiten. Also ein kleines, feines Projekt, bei dem kein extremer Aufwand notwendig ist, bei dem aber eine große Wirkung rauskommt. So ist es. Das ist das, was ein Pasing braucht. Das ist das eine, das ist das, was Pasing braucht. Wir haben natürlich als zweiten Hintergedanken, der aber nicht in den Vordergrund steht, aber der ergibt sich automatisch, sind wir natürlich froh, dass natürlich solche Aktionen auch Aufmerksamkeit auf den Platz ziehen. Und das braucht er, weil er ist ja renoviert worden, schick macht alles. Die Maria leuchtet und strahlt im Gold, ja, 99 Karat, ich weiß nicht wie viel. Und ich denke, dass das ein Magnet ist. Es gibt aber viele andere Sachen, die in Pasing am Platz auch schon gemacht sind. Hier gegenüber haben wir das Dönereck und die haben sich so viel Mühe gemacht, ja, mit der Beschriftung, Essen, Trinken, Treffen. Jetzt haben sie da so zwei so Fackeln draußen. Das sieht super aus nachts. Also die Leute geben sich Mühe, dass der Platz sich belebt und aufgewertet wird. Und das wollen wir. Und ja. Das brauchen wir auch. Mir ist was passiert. Vor ein paar Tagen bin ich von der Bodenseestraße aus Richtung Pasing gefahren, Richtung Marienplatz. Da ist mir aufgefallen, dass die Bodenseestraße im westlichen Teil von der Lorzingstraße deutlich heller beleuchtet ist als der neue Teil der Bodenseestraße, der jetzt zwischen der Lorzingstraße und dem Marienplatz ist. Das ist also schummrig wie die Hölle in der Nacht. Man glaubt, da ist gar kein Licht. Dann kommt man an diesen schönen Marienplatz, die Maria mit einem kleinen Lamperl beleuchtet, dass man also sagen darf, daheim eine 60 Watt Glühbirne und der Platz selber hat drei Lampen. Auch das zeige ich Ihnen hier. Und da muss man darüber diskutieren. Das kann nicht sein, dass unser zentraler Platz hier, Marienplatz, dann letztlich so ausschaut. Das sind jetzt die Bilder aber vom Schluss. In Kürze melden wir uns ja wieder von dieser Stelle. Und dann geht es um eine Aktion, die im Dezember stattfinden wird. Sagen wir noch nicht viel drüber. Nein. Wir sagen nur, wenn alles funktioniert, dann ist dieser Platz im Dezember voller Menschen. Viel Spaß, für Gott.